Fest soll man feiern, wie es fällt, so auch der 70. Geburtstag vom grössten Schweizer Sozialwerk. Am 1. Januar 1948 ist das AHV-Gesetz in Kraft getreten. Es war ein wegweisender Entscheid. Und wegweisend ist auch die Abstimmung, die jetzt ansteht. Wir haben seit über 40 Jahren keine Erhöhung mehr bei der AHV erreicht. Gerechtesten Werk eigentlich in all diesen drei Teilen der Altersvorsorge, dass wir jetzt wirklich 70 Franken mehr haben. Wir haben nur schon, es ist eben darum auch so wichtig für die Frauen, 500'000 Frauen, die nur die AHV haben, sprich 70 Franken mehr oder weniger zu haben, ist ganz zentral. Das ist auch für uns eine wegweisende Abstimmung. Oder? Die AHV ist ein ganz wichtiges Sozialwerk. Die ist jetzt, kommt jetzt in Schieflage, natürlich, dadurch, dass sehr viele Leute in die Pension gehen. Und es ist unsinnig, jetzt noch Beiträge zu erhöhen. Das Schweizer Volk hat vor gut einem Jahr den Ausbau der AHV abgelehnt. Und jetzt geht es darum, das nochmals zu bestätigen. Dass es auch in 70 weiteren Jahren noch eine gesunde und gute AHV gibt, davon sind Arbeitnehmer- und Arbeitgeberverbände überzeugt. Beiträge kann man nicht ins Unendliche erhöhen, weil das letztendlich die Arbeit in dem Land verteuert. Und wir haben sonst schon das Problem, wettbewerbsfähig zu sein. Also werden wir mittelfristig uns mit dem Gedanken müssen befassen, länger zu arbeiten. Das ist nicht heute und nicht morgen. Also die heute 55 sind, müssen sich keine Sorgen machen. Aber ich denke, wenn sie heute 45 sind, ist es gut, sie befassen sich mit dem Gedanken, dann halt vielleicht bis 66 zu arbeiten. Das Wichtigste ist, dass man auf dem Status quo bleibt, wo man sagt, wirklich die gesamte Lohnsumme muss mit dem gleichen Verteilungsschlüssel, sprich, wer wenig, also alle zahlen den gleichen Prozentsatz. Das heisst, die, die einen höheren Lohn haben, zahlen damit mehr und die, die einen tiefen Lohn haben, zahlen weniger. Um insgesamt für das gesamte Volk eine Existenzsicherung zu haben. Wie die AHV in Zukunft aussieht, entscheidet die Stimmbürger am 24. September.